Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Fortführung von Ready or Not im Einzelspieler-Modus. Wir haben ja in der letzten Episode uns das Tutorial angeguckt. Wie gehen wir rein ins Spiel? Wie trainieren wir zusammen mit unseren NPC-KI-Squad? Und heute wollen wir auf unsere erste Mission gehen, und zwar die For You-Tankstelle. Und ich würde sagen, wir drücken Y. So, und los geht's. Ja, dann laufen 10 Sekunden runter, falls wir noch sagen wollen, halt, ich will noch mal, und dann zu spät, ne? So, und denkt dran, was ich euch in der letzten Episode gesagt habe, alles, was wir tun, hat Auswirkungen, ja? Das ist unser Team, wir sind verantwortlich für dieses Team und darauf müssen wir jederzeit achten, Leute. So. Zack, zack, zack. So, und ich kann euch sagen, wenn ihr in Star Citizen zum Beispiel, ja, in den militärischen Bereich wollt, dann ist das hier, das Spiel, extrem gut, um das zu trainieren. Wirklich, kann ich nur sagen. So, hier sind wir nun an der Tankstelle. Hier haben wir den ersten Body auf dem Boden liegen, der lebt noch. Den müssen wir reporten. Dann haben wir hier vorne eine Eingangstür, was auch immer sehr gut ist im Vorfeld. Dazu gehe ich nochmal ganz kurz zurück. Das Ganze ist natürlich besser, wenn ihr das noch im Polizeihauptquartier macht. Ist einmal mit Tab euer, ich will immer Mobiglas sagen, euer Tablet zu öffnen. Und hier seht ihr nun den Einsatz. Hier könnt ihr einmal die Einsatzbesprechung durchgehen. Zum Beispiel könnt ihr euch durchlesen. Da sind halt ein paar Gangster rein und haben die Tankstelle überfallen und Geisel genommen. Ja, und das ist euer Ziel. Bringen sie Ordnung ins Chaos. Ja? Das heißt, wir sollen alle verhaften oder neutralisieren. Alle Zivilisten retten. Ja, dann sollen wir Crystal Layton finden und den Store Manager finden. Das ist praktisch unsere Aufgabe, um hier durchzugehen. Ne, dann haben wir hier noch ein paar Verdächtige. So sehen die aus. 3 Leute. Oh, er ist aber auch ein bisschen auf Droge, glaube ich hier. Ne? Zivilisten. Das sind die Zivilisten, die bekannt sind. Medien. Da gab es wohl auch schon irgendwelche Berichte in den Medien. Die können wir uns hier theoretisch auch anhören. 911, what's your emergency? Ne, auf Deutsch auch übersetzt. Ja, wirklich nice gemacht, muss ich sagen. Und was auch richtig gut ist und was ihr euch auf jeden Fall auch anschauen solltet, ist die Karte. Ja? Wir haben nämlich hier einmal die Dining Area, den Verkaufsraum, hier an der Seite den Eingang und hier an der Seite den Eingang. Ja? Von hier kommen wir ungefähr. Den Verkaufsraum, der ist ein bisschen zu übersichtlich, deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal in diesen Bereich rein. Das ist ein relativ überschaubarer Bereich und würden uns dann letztendlich hier einmal rumarbeiten. Das ist zumindest der Plan. Dann haben wir noch Kameras. Genau, das sind die Kameras unserer Team-Member. Die können wir halt auch hier über das Tablet uns durchschalten. Und hier sehen wir dann auch nochmal die Ausrüstung der verschiedenen Leute. Ne? Sehr cool also. Mit Tab gehen wir wieder raus, länger Tab drücken, oder besser gesagt nochmal Tab drücken, geht das Ganze dann zu und los geht's. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ne? Das ist kein Garant, dass wir hier gut durchkommen, aber wir schauen einfach mal. Wir müssen uns ja eigentlich nur an unsere Regeln halten. Da hinten haben wir schon mal einen Kontakt. Ja, da ist der eine schon am Brüllen da hinten. Das finde ich manchmal nicht gut. Denn ich würde mich gerne immer noch mal ein bisschen anschleichen. So, hier müssen wir natürlich auch aufpassen, dass hier nicht Kontakte sind, auf die wir stoßen. Ne, dafür drücken wir Alt und A. Da können wir uns ein bisschen zur Seite lehnen. Das sieht aber alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen, cross ich einmal rüber. Die Tür ist zu. Der nimmt den fest. Ne, das ist ganz cool. Das machen die nämlich. Sichern sich auch gegenseitig ab. Also die sind wirklich nicht doof, die Jungs. Das Ganze wird natürlich auch berichtet. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Ich gehe dann meistens hier zur Tür, gucke einmal durch mit der Optiwand. Linke Tür zu, die Tür ist auf und der Bereich ist nicht einsehbar, aber es ist kein Kontakt vorhanden. So, jetzt befehle ich mein Team. Aufreihen. Aufteilen. So, in der Zeit, wie die das machen, gehe ich aber erstmal einmal nach hinten und checke nochmal den hinteren Bereich, dass wir hier nicht überrascht werden. Nicht, dass hier einer gerade shift. So,
aber sieht gut aus. So, die sind bereit. Jetzt mittlere Maustaste. Bewegen. Nein, falsch. Falsch, 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 falsch. Ich will ja... Moment, Moment, Moment. Wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Blue Team. Gold Team. Da. Bewegen. Ach nee, ich glaube, ich muss zur Tür, ne? Ja, das ist... Ihr müsst das nämlich üben, ne? Ich kann das auch noch nicht so perfekt. Hier, lassen wir eine kleine Gasse hier. So, jetzt machen wir hier auf Stürmen. Got the lockpick. Gut, er macht jetzt erstmal die Tür auf, weil die ist abgeschlossen. Das checken die nämlich auch. Das ist echt ganz cool. Open for business. So, Stürmen, da treten die jetzt wahrscheinlich auf, ne? Oder? So, machen wir nochmal. So, machen wir zwei öffnen und klären. Moving. Got it. Moving! Hallway, left side. Opening on the right. Genau, der linke geht nach links, ne? Die decken das alles wunderbar ab. Nothing. Richtig gut. So, das Ding verkeilen wir einmal hier. So, und das Ding hier auch. Ah ja, hier haben wir eine Geisel. Aber zu der kommen wir später. So, das Ding werden wir auch nochmal verkeilen, damit halt einfach von hinten keiner kommt. So, dann werde ich als allernächstes die Toilette prüfen. Aber ich denke mal, das haben die schon gemacht. Genau, sehr gut. Das Ding hier werden wir auch erstmal checken. Nicht, dass da gerade einer Lulu macht. Und dann haben wir den Salat. Ne? So, da können wir natürlich auch den Jungs wieder den Befehl geben. Das machen wir aber einfach mal mit dem roten Team. Move in and clear. Getting into position. So, und wir geben dem blauen Team Moving. Hier den Befehl. Empty over here. Open the door. Oh, wartet, wartet, wartet. Nee, warte. Ich mache erstmal noch ob die Wand. Nee, alles gut. Hätte mir natürlich vorher machen müssen. So, und das andere Team. Nothing here, sir. Element. There. So, die holen wir rein. So, da hinten haben sie schon Kontakt gehabt. Die sind übrigens auch so intelligent, dass wenn die nicht aufgeben, dann schießen sie natürlich tot. Ne, logischerweise. So, die sichern sie. Waffen sichern sie meistens auch. Ne, sehr, sehr geile Sache. So, dann gucken wir hier einmal um die Ecke. Da sieht aber alles gut aus. Da hinten haben wir eine Tür, die ist offen. Hier checken wir auch mal ganz kurz. Ja, sieht auch alles gut aus. So. So, hier liegen ganz schön viele schon. Alter Schwede, haben sie drei Leute platt gemacht. Junge, Junge. So, aber... Oh, oh. So. Put your fucking hands up. Down on the ground. Move. Und eine Granate hinwerfen hier. Nee, nee. Hands on your head. On you, sir. So, den müssten wir leider erschießen, denn der hat einmal nicht aufgegeben, ne? Habt ihr gesehen? Oh, 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 da ist noch einer! Freunde, 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 da ist noch einer! Oh, oh, ich muss zurück, ich muss zurück! So, wir müssen unsere Kuppel zur. So, haben wir hier zwei und dann mal Diamant. Behind me. On your six. So, ich glaube, den haben sie schon erledigt, ne? Da siehst du, da hat er aufgegeben. Da hat er aufgegeben, ne? Ja, da lacht er. Guck dir das an hier. Der Schelm. Na, haben wir zumindest einen Leben erwischt. Ja, zack, nochmal eine so rübergegeben, ne? So, wir können jetzt in unser Mobiglas gucken. So, und dann sehen wir hier unter Einsatzinformationen, dass wir einen grünen Punkt haben. Das heißt, wir haben Ordnung ins Chaos gebracht und hier kann uns jetzt kein Gegner mehr überraschen. Ja, das ist gut. Deswegen kehrt ein bisschen Ruhe ein ins Team. Wunderbar. Wir machen das Ganze wieder zu. Ich checke hier hinten noch einmal, ob wirklich alle Waffen gesichert sind. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier alles gesichert. Sehr gut. Dann gehen wir hier einmal durch. Hier müssen wir auch noch keine Angst haben, dass hier irgendwelche Sachen vermint sind. Das kommt alles erst später. Diese Mission ist noch relativ einfach. Ja, so wie ich mich hier verhalten habe, gerade an dieser Tür, das war semi-optimal. Normalerweise hätte ich das Ganze erstmal zumachen müssen, hätte mein Team holen müssen und die hätten das Ganze dann klar gemacht. Ne? Aber man kann das Ganze auch öfter trainieren. Ne? Das ist das Gute. So, hier haben wir noch einen Beweis. Hier haben wir noch eine Waffe. Der wurde auch schon gesichert. Sehr gut. Hier haben wir noch einen kleinen Hund. Ne, Säue, Schweine. So, da hinten haben wir auch noch eine Geisel.
So, wenn ihr euch jetzt ein bisschen schneller fortbewegen wollt, dann könnt ihr einfach die Waffe senken. Das geht. Na, jetzt müsst ihr einfach noch die anderen Aufgaben erfüllen. Alle anderen Passagiere oder anderen Gäste, besser gesagt, sichern in diesem Raum. So, ihr könnt übrigens jetzt auch mittlere Maustaste auf die gelben gehen und dann macht ihr einfach 6 und dann suchen und sichern die selbstständig. Ja, das heißt, die unterstützen euch dann letztendlich hier in dem Job. Got the closet. Pretty sure cuffs are for the bad guys with guns. Civilian is good to go. Compliant. Talk reporting. So. Copy entry team, notifying trailers. Und so arbeitet ihr euch letztendlich hier durch die Mission durch. Captain ready. Achso, die haben wir gejammt vorhin, ne? Deswegen müssen wir hier erstmal mit unserem Multitool das Ganze frei machen. Dann gehen wir hier durch. Achso, die ist noch abgeschlossen. Ne? Müssen wir die nochmal mit unserem Multitool hier picken. So. Und dann können wir das Ganze aufmachen. Dann sind wir wieder hier am Eingang. Hier haben wir das gleiche nochmal. Ne, wir hören auch schon, da sind noch Geisel. So, hier haben wir einen. Mit F befehligt ihr die, wie gesagt, dass sie sich umdrehen und mit F könnt ihr den halt fesseln. So, dann gehen wir erstmal hier lang. In die Schränke, da könnt ihr auch immer noch reingucken. Da kann halt sein, dass sich da auch Leute drin verstecken. Was haben wir hier? Das ist ein Kabel, na gut. So. Da ist auch nochmal was. Ah ja, das ist der Marktleiter. Da müssen wir melden, dem wurde die Rübe zerfetzt. So, ja, die kommen natürlich mit, die Jungs. Manchmal stehen sie einem so ein bisschen im Weg rum. Aber das geht alles. So. Dann haben wir hier noch eine Tür. Ach ja, das ist die. Dann könnt ihr hier durchgehen. Könnt aber auch die andere Tür nehmen. Dann seid ihr hier. Da, der ist schon gefesselt. Wunderbar. Hier haben wir noch ein Putzspray drin. Dann haben wir hier hinten noch einen Raum. Da haben wir noch Crystal. Die sollen wir auch noch finden. We have an individual in custody. Und das sollte es gewesen sein, Freunde. Ja. Seht ihr, ne? Meine persönliche Auswertung. Dann zählt ihr das Ganze jetzt durch. Alles erfolgreich bestanden. Und wenn ihr eure Sache gut gemacht habt, dann sollte jetzt ein A+ erscheinen. Ganz genau. Ja, dann seht ihr euer Team. Die sind zufrieden, außer Lee Aaron. Der ist ängstlich. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Deswegen würde ich sagen, feuern wir den, oder? Nein, Quatsch. Ne? Den können wir ja mal in die Therapie schicken. Das ist doch eine gute Idee. Ne? Zurück zur Wache. Zack. So, und diese Mission könnt ihr natürlich immer und immer wieder machen, bis ihr eine A+ habt und bis die Sache dann letztendlich sitzt. So, wir drücken auf Tab, sehen unser Team, gehen auf unseren ängstlichen Aaron oder gehen hier drauf und schicken den zur Therapie. Ah, können wir gar nicht. Den können wir gar nicht zur Therapie schicken. Aber wir können ja mal den hier... Kann man den austauschen? Nee, irgendwie geht das nicht, ne? Ach so, der ist noch gelockt. Wie es aussieht. Ah ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Ah, steht da irgendwas? Steht aber nicht, warum der Angst hat, ne? Naja, gut, okay. Muss er jetzt erstmal durch. Ne? Angst ist ja auch partiell nichts Schlimmes. Ne? Kann ja auch gut sein. So, dann würde ich sagen, lange Rede. Wir machen unser Tablet zu. Ich überlege gerade, müssen wir irgendwas ändern? Ich glaube, das war erstmal okay. Dann gehen wir in die zweite Mission rein. Die sollte nun freigeschaltet sein. So. Und das ist jetzt 23 Megabytes a second. Zack, nehmen wir an. Wir werden jetzt aber als allererstes uns das Briefing einmal anschauen. So. Wir sollen wieder Ordnung ins Chaos bringen. Verhaften oder neutralisieren Sie jeden Kontakt am Tatort. Alle Zivilisten sollen wir retten und Michael verhaften. Ja, das heißt also, einen sollen wir verhaften, den dürfen wir nicht erschießen. Ja, bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen.
Hat jemand versucht, mit Michael wieder Kontakt aufzunehmen? Nein. Das solltet ihr euch natürlich auf jeden Fall alles durchlesen. Teamleiter, Michaels Wohnung hat Nummer 14 und ist bisher, konnten wir feststellen, dass die Zimmer derzeit alle bewohnt, aber gesperrt sind. Die Bewohner wurden entweder evakuiert oder sind vor Ort untergebracht. Ja, okay. Also Nummer 14. Da sollte Michael drin sein und da sollen wir auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. So, wir haben noch die Aufstellung, genau das sind wir. Die können wir aber, wie gesagt, da können wir nichts machen für den hier. Und wir haben die Karte. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist der erste Stock und der zweite Stock. So, ich denke mal, wo kommen wir denn rein? Ich würde mal sagen, wir kommen wahrscheinlich irgendwo hier rein, von vorne. Man weiß es nicht so richtig, ne? So, auf jeden Fall haben wir hier im zweiten Stock ist Raum 14 und da muss der Michael dann irgendwo drin sein. Alles klar. Ja, gut, dann Y, 10 Sekunden warten und los geht's, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Ne, erwartet nicht zu viel, ich bin wirklich noch nicht wirklich gut da drin, ne? Denn ich überlege auch noch viel zu lange, wie ich mein Team befehlige und was ich drücken muss. Und ne, das muss alles noch in Fleisch und Blut übergehen. Aber ne, Anfänger sind wir alle mal. Und es geht ja auch darum, auch mal zu zeigen, wie es ist, wenn man anfänglich ist und noch nicht Bescheid weiß. Ne? Wenn ich euch das jetzt hier im Profi-Status zeigen würde, dann würde der manche andere wahrscheinlich sagen, oh nee, das ist mir viel zu schwer, viel zu kompliziert. Ne? So seht ihr halt auch so ein bisschen, was die Hürden sind. So, Jungs. Seid ihr bereit? So, was ist das denn hier? Ach so, das ist der, ah ja, so können wir dann wieder abhauen. Ja, wenn ihr merkt zum Beispiel, eure Leute sind verletzt, alles dieses, das, ne, dann solltet ihr eventuell abhauen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier den Status unserer Jungs irgendwie sehen können, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das sehen wir hier an der Stelle nicht. Das würde ich zum Beispiel auch ganz cool finden, wenn man das hier irgendwie sehen würde. Aber vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht gesehen. Das kann natürlich auch sein. So, ach, das ist Michael hier. So sieht er aus. Goldene Haare oder so weiße Haare. Hier so ein Unterlippen-Kinnbart. Das sind hier Zivilisten. Medien. Ja, gut. Alles klar. Los geht's. Würde ich sagen. Über den Hof. So, einmal ganz kurz hier in den Hof sneaken. Ah, da ist einer. Hands on your head. Put your fucking hands up. Police, I want to see those hands. Police, don't move. Police, get down. I ain't doing shit. So, und ich würde sagen, die verhaften erstmal, oder? Got it. Turn around. Keep your hands up. Why are you arresting me? These apartments. Leave the talk. Civilian is standing by. Natürlich gefährlich. Talk to entry team. Diesen Balkon da oben. Trailer is incoming. Proceed with caution. Down on the ground. Das macht er auch. Gut, dann gehe ich schon mal zurück. Civilian is ready. Sieht so anders, als wenn er geschossen wird, ne? Aber vielleicht ist es auch nur ganz komische Musik. Roger, trailer's inbound. So, dann haben wir den Innenhof auf jeden Fall schon mal gesichert. Denkt aber dran, auch hier kann es sein, dass NPCs euch umrunden, ja? Und dann doch nochmal von hinten kommen. Ne? Oh, fliegen, toll. So, hier werden wir ein bisschen langsamer gehen, damit wir nicht so viel Geräusche machen. Immer mal um die Ecke gucken. Tür ist zu, sehr gut. Mal hier checken, auch okay. Allererstes erstmal hier den Opti-Wand benutzen, würde ich sagen. So, das sieht erstmal sauber aus. Dann denke ich mal, werden wir hier unser Team mal einschicken mit 2 und klar. That's affirmative. So, und ich decke hier in der Zeit das Treppenhaus ab. Ich weiß auch gar nicht, ob wir unser Team auch hier an das Treppenhaus schicken könnten. Doch, könnten wir wahrscheinlich auch. Ja, die gehen rein. Anscheinend haben sie auch Kontakt gehabt. Ah ja, der ist. Der ist da drin. Oha, oha. Halt den mal fest. Sehr
weiß. Und ich würde sagen, die Tür hier, die werden wir mal vorsichtig verkeilen. Nicht, dass uns einer noch von hinten überrascht. Ja, das Gute ist, das Team hier, ihr könnt euch halt darauf verlassen, ne, dass die euch auch den Rücken frei halten. So, hier haben wir Beweise, die wir sammeln. So, den haben sie schon gefesselt. Sehr gut. Waffe haben wir sicherlich auch schon, jawohl. So, den haben sie auch schon erledigt. Dann haben wir hier noch eine Tür. Ah, okay. Immer mal nach Beweisen abgucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber das sieht gut aus. Hier haben wir noch eine Tür. Da schauen wir auch mal rein. Mit dem Optiwand. Aber auch das sieht sauber aus. Ja, auch hier müssen wir noch keine Türgranaten erwarten. Hier Stolperfallen, die seht ihr, wenn ihr dann hier guckt. Ne, dann seht ihr hier so einen Draht, der läuft hier rüber. Ne? Und deswegen können wir hier dann einfach auch eintreten und nochmal nach Beweisen schauen. Hier macht übrigens auch einer Bubu. Oh ne, zwei sogar. Ne? Aber auch hier sehen wir erstmal nichts. So, dann würde ich sagen, ist die erste Wohnung gesichert. Und wir geben unserem Jungs den Befehl, enter and clear. Affirmative. Den Hof zu sichern. In der Zeit werden wir die hier reporten. Talk to Element. Copy, Entry Team. Proceed with mission. Moving. Opening on the right. So, das ist jetzt ein Hof hier. Hier haben wir noch eine weitere Wohnung. Den sollten wir auf jeden Fall einmal sichern hier. Der wird zwar nichts mehr machen, aber ja, mal wegschmeißen den Jungen. So, und die Wohnung hier, die nehmen wir uns jetzt als nächstes vor. Dachte ich zumindest. So, vielleicht auch nicht. So, und dann geht's erstmal hier weiter. Na, ihr seht auch, wie geil die. So, was ist denn mit den anderen Jungs? Und kommen die denn hierher? Antreten hier! So, im Diamantschrank. So, dann haben wir hier Wohnung 11 oder Apartment 11. Aber das scheint alles abgeschlossen zu sein. Dann geht es jetzt weiter nach oben. Ich würde das eine Team jetzt gerne da lang schicken. Und zwar machen wir das mal mit Bewegen nach. Macht er das dann? Weiß es gar nicht. Oder ich versuche es mal anders. So, was haben wir denn hier noch? Was ist denn Einsetzen? Blendgranate? Nein, das wollen wir nicht. Dann mache ich mal Antreten. Nee, das haben wir gesagt, wollen wir nicht. Ne, machen wir nochmal bewegen nach hier. So. There, move. On my way. Und das andere Team, das, ich denke mal, das ist irgendwie so die Richtung, in der man zeigt. Funktioniert das Ganze? Nein, das soll ich doch gar nicht. Need you to so, move. Blue. Blau. Move over there. Moving. So, mal gucken, ob sie das machen. Da ist einfach die Tür auf. Ich glaube, wir sollten vielleicht. Ja, so richtig agieren die nicht, die Jungs, ne? Wo ist eigentlich der andere Rote hin? Ist das der, der Angst hat und der ist jetzt abgehauen oder was? Wo ist der denn? Hier, wo ist sein Kumpel? Sag mal. LSPD, hands up! Ja, hier scheint auf jeden Fall erstmal. Oh yeah, da sind Kräfte. So. Bewegen, klären. Ready. Achso, das ist natürlich blau jetzt. Ich bin natürlich gelb. All teams. Blue team. Gold. So, blau. Mann, wo ist es da? Blau. Zwei. Machen wir mal hier klären mit Stinger. Dynamic movement. Clear with Stinger. Und ich gehe da lang.
Irgendwie fehlt einer, ne? Oder? Ich muss mal, glaube ich, gucken, wo der ist. Gibt's doch gar nicht. Deploying Stinger. Wo ist denn der dritte Typ? Open it on the right. Haben sie geklärt, ne? So, ich muss mal ganz kurz schauen. Wo ist denn mein... Ich hoffe, der ist nicht tot. Oder ist das unser... Doch, der ist tot. Das ist der Kumpel hier, der... Oh, empty over here. No contacts. Der ist gestorben. Verdammt. Evidence secure. Das ist schlecht. Das war bestimmt der Ängstliche. Oh, weia. So, gut. Weiter geht's. Mist. So, die Tür ist offen. Das ist, glaube ich, die 14. Die würde ich, glaube ich, erstmal verkeilen. Denn ich möchte nicht, dass wir da überrascht werden. So, der ist gesichert. Sehr gut. Übrigens, bei Fenstern müsst ihr auch aufpassen. Ne, die können euch auch um die Ohren fliegen. Und hier ist das Ganze dicht. Alles klar. Dann würde ich sagen... Blue. So, alle, zack, und klären. Copy. Breaching. Opening on the right. I got nothing here. Hey! Down on your knees! Probably watch it like crazy. We've got this under control. So. Festgesetzt. Helm at the top. We have a civilian in our custody. Talk to entry team. Copy entry team. Notifying trailers. Oh, das sieht erstmal gut aus. Ich check nochmal den Balkon. Oh ja, noch mal einen Treppenaufgang. So, ja, das ist das Ding zur zweiten Etage. So, und hier haben wir auch noch mal einen Balkon. Aber hier wird auch keiner mehr sein. Nein. Gut, dann müssen wir jetzt die Jungs festsetzen da. Aber erstmal... abgeschlossen und haben wir eigentlich noch diesen Raum hier. So, dann werde ich jetzt erstmal die Jungs befehligen. So, wir machen öffnen und räumen mit Blendgranate. So, und derzeit nehme ich hier den Keil weg. So, los geht's, Freunde. So, ich gucke mal, ob ich vielleicht einen Taser mit habe. Nee, leider nicht. Na gut. Fucking what? Oder was? Oder muss ich noch was sagen? Schloss knacken. Na gut, machen wir mal Schloss knacken. Red. Element. Machen wir aber den... Red Team. Gold Team. Pick the lock. Schloss knacken. Unlocken. So, in der Zeit würde ich sagen, gucken wir einmal mit der Optiwand drin. Open for business. So. Banging. Oh. Ah ja, okay. Die haben den Mist. Got an opening here. Opening on the right. Hands up! Hands up! Hands up! Got him! Got him! I have to cuff you for our safety. You're being detained. You can't talk your way out of it. This can't be fucking happening right now. Civilian secure. Talk. Talk to the ground. Wir haben jetzt unsere Zielperson nicht weggeknallt. Aber ihr seht da oben schon Mission Soft Complete. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder euer Tab aufmacht, dann seht ihr, alles ist... Ah ja, ich sehe gerade, leider ist der wahrscheinlich erschossen worden, ne, weil es rot angezeigt wird. Ja, schade. Ich denke mal, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Da sind unsere Jungs wahrscheinlich dann noch ein bisschen zu bissig für. Ich weiß auch nicht, ja, der ist das hier. Den haben sie leider erschossen. Schade.
So, trotzdem können wir die Mission noch komplett machen, indem wir hier die Waffen sichern und die ganzen Jungs und Mädels einmal verhaften. Ne? Guckt euch ruhig auch mal die ganze Grafik an, das sieht wirklich echt cool aus. Muss ich sagen. Sehr nice. High ground attack. Collecting evidence. Noch Sachen sichern. Und wenn ihr letztendlich alles gefunden habt zum Sichern, dann beendet das Spiel automatisch. So, ich gucke noch mal ganz kurz, ob wir noch irgendwas finden hier. Aber ist da eine Waffe vielleicht, die hier rumliegt? Nee. Kann man sie umstoßen eigentlich? Ja, kann man. So, war noch irgendwo was? Nee, ne? Ich denke mal, dadurch, dass wir den gekillt haben, werden wir die Mission wahrscheinlich nicht automatisch abschließen können. Vermute ich mal, ja. Ach, hier ist noch eine Waffe. Seht ihr? So. Jetzt wird es wahrscheinlich beendet. Oder auch nicht. Hier noch eine Waffe irgendwo? Ist dann noch irgendwo was? Aber ich wüsste jetzt nicht wo. Können ja noch mal, können wir mal gucken gehen. Vielleicht finden wir noch was. So, so ihm hier. Da ist alles sicher. Das ist sowieso dicht hier, das Ding. Da kommen wir gar nicht rein. Good to go. Hier noch irgendwas, was wir sichern müssen. Ah, ich glaube, das ist übrigens der Raum, wo wir gerade drin waren. Aber auch hier gibt es nichts mehr zu sichern, ne? Hier auf da nochmal lang gehen. Aber ich glaube, hier gibt es auch nichts mehr. Ready. Dann gehen wir nochmal runter. Aber wie gesagt, vermutlich beendet er die Mission nicht, weil wir den halt gekillt haben. Vermute ich mal. Ach ja, der ist gejammt. Die haben wir gejammt, haben wir die. So, mal aufmachen. So. So, aber vielleicht habe ich hier auch noch was übersehen. Irgendwas, irgendwelche Daten, die man noch sichern muss. Ah, das ist leider unser Kumpel hier. Da ist meistens auch noch eine Waffe, die man sichern kann, aber die haben die Kollegen schon gesichert. Den haben wir auch gesichert. Hier. Ah, da! Da! Freunde! Da war noch was! Also, seht ihr, ne? Da ist immer noch mal irgendwo irgendwas.
was man sichern muss. Ah, hier. Need to talk. Evidence bagged. Waiting on you, sir. So, war es aber anscheinend immer noch nicht. So, ich gehe nochmal hier lang, weil nicht, weil da sieht man nämlich dann doch mal schnell. Und die ganze, aber. Doch hier wirklich nichts mehr, oder? Ich weiß es nicht. So, ich glaube nicht. Ja, wir beenden das Ganze jetzt, würde ich sagen. Wir haben eh verkackt. Leider. Deswegen drücken wir jetzt Y. So. Talk to entry team. Copy that. Put him on safe and let him hack. Great job. So. Und jetzt sehen wir mal hier, wie wir, ja, genau, war ein Fehlschlag, ne? Michael haben wir nicht verhaftet. Aber das war jetzt halt einfach wahrscheinlich die falsche, der falsche Einsatzbefehl für unsere Jungs, denke ich mal. D, ja, buh, eine 4. Eine glatte 4, ausreichend also. Oh, eieieiei, oh, weia, eine Katastrophe, ja, Katastrophe. Ne, dienstunfähig, tot, ja, ängstlich, ängstlich, gestresst. Die Jungs sind völlig fertig. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Irgendwas mache ich falsch. So, zurück zur Wache. Eieieiei. So, dann schauen wir mal ganz kurz, ob wir was für die tun können. So, was steht denn da jetzt? Officer Thomas hat seine Sanitätereigenschaften freigeschaltet. Ah, ja. Alles klar, dann machen wir mal mit Tab auf hier. Schauen wir uns das Ganze mal an. Der ist nun leider handlungsunfähig gemacht. Dienstunfähig, ja. Vielleicht ist er auch nicht tot, vielleicht ist er einfach nur dienstunfähig. Ne, vielleicht wurde er ja noch gerettet, das kann ja sein. So, dann haben wir, der ist ängstlich, der ist gestresst. Ah, den können wir jetzt zur Therapie schicken hier. Guckt euch das an, bestätigt. So, der ist jetzt in der Therapie. Das dauert jetzt ein bisschen. So, dann haben wir den hier. Und den hier. Das ist wahrscheinlich einen von denen, den wir freigeschaltet haben. Ja. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, irgendwer hat doch hier Sanitätereigenschaften freigeschaltet. Wer ist denn das? Er hier? Ah ja, hier. Ah ne, der ist bei Therapie bei Dr. Green. Okay. So, kann man sich wahrscheinlich dann nachher noch die Sachen anhören. So, Officer Thomas. Thomas, der hier, Sanitäter. Ah ja, hier, Sanitäter. Rettet das Leben eines Offiziers, der während eines Einsatzes außer Gefecht gesetzt ist. Ah ja, nicht schlecht. Ja, cool, ne? So kann man so letztendlich sich so sein Team zusammenstellen. Finde ich eine richtig gute Sache, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, so viel zu Ready or Not. Ich denke mal, wir werden das ganze Thema jetzt auch erstmal abschließen, denn es geht ja am Dienstag wieder los mit Star Citizen. Wir gehen rein in die Abenteuerfolgen, in die Koop-Folgen, in die Tutorials, in die Verse News, dann irgendwann auch in ein, zwei Wochen. Freunde, das Jahr wird fantastisch. Wenn ihr noch weiteren Ready or Not Content sehen wollt, ja, wenn ich im Singleplayer-Modus rausgehen soll, schreibt's in die Kommentare. Wenn wir das im Koop ein paar Mal zocken sollen, schreibt's in die Kommentare. Wenn es euch gar nicht interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ne? Ich werde natürlich mich nach euch richten. Ich werde so oder so weiter zocken. Wir werden da auch zusammen mit den Yellowhands drinne trainieren, so ein bisschen Taktik trainieren. Dafür ist das, wie gesagt, richtig, richtig gut. Und ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Also, bis dahin, tschüss. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee und esse einen Donut.